Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie immer, wenn ich euch begrüße, so ein bisschen wie auf Militär mache. Stillgestanden Soldat. Ich glaube, ich hätte eine sehr, sehr gute Führungsposition. Die Leute hätten bestimmt Respekt und Angst vor mir. Ja, heute ist mal wieder Sonntag, 16 Uhr. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei seid. In meinem letzten Video habe ich mich ein bisschen mit Feminismus beschäftigt und befasst und meine Sicht auf die ein oder andere Sache gelenkt. War das jetzt ein sinnvoller deutscher Satz? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben die Nachbarn wohl wieder Besuch und hier wird wieder ein bisschen rumgeschrien. Also falls euch das interessiert, dann schaut mein letztes Video und bildet euch eure eigene Meinung. Auf jeden Fall wurde dieser Kommentar hinter meinem letzten Video hinterlassen. Mit einigen Sachen gebe ich dir da tatsächlich recht, aber halt auch nicht mit allem, weil auch Männer, ich meine, ich bin ja selber ein Mann. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich gar nicht mehr so den Unterschied zwischen Geschlechtern mache, weil viele assoziieren Mann mit Männlichkeit und Frau mit Weiblichkeit und all sowas. Und mittlerweile bin ich tatsächlich auf dem Trichter zu sagen, vielleicht bin ich auch gar kein Mann, sondern ich bin einfach nur ein Mensch. Und das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, was zählt. Zumindest gehe ich ein Stück weit damit konform, aber auch nicht alles, weil Männer sind selber schuld, wenn sie auf der Straße belästigt werden. Also ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden habe, aber das finde ich halt auch nicht so richtig, weil ich finde, kein Mensch sollte belästigt werden oder sonst irgendeine Form von einer Straftat erfahren. Ich meine, in meinem letzten Video bin ich nur auf Frauen und Feminismus eingegangen, aber ich bin generell der Meinung, dass das natürlich niemand erdulden sollte. Deswegen bin ich damit auch nicht so ganz konform. Und ja, Aussehen hin oder her. Wenn dem Täter die Lust überkommt, ist dem das, glaube ich, egal, wie sein Opfer aussieht, würde ich jetzt mal behaupten. I don't know, ich habe keine Ahnung. Und ja, Männer können nicht vergewaltigt werden. Schwieriger als bei Frauen, aber auch nicht unmöglich, sage ich. Deswegen, ja, jeder hat da so seine eigene Meinung und jeder ist da in dem Sinne im Prinzip ein bisschen anders, denkt da ein bisschen anders darüber. Naja, was wir heute machen, wir machen heute was ich tatsächlich ganz am Anfang mal gemacht habe, meine YouTube-Karriere und was ich danach nie wieder getan habe. Und zwar werden wir jetzt schauen, ob ich, wie heißt das, hochsensibel bin. Wie bin ich darauf gekommen und warum mache ich diesen Test? Ich muss sagen, ich bin ein sehr empathischer, manchmal auch zu empathischer Mensch. Ich bin sehr nett, sehr höflich, sehr zuvorkommend und mir ist tatsächlich das Wohl der anderen wichtiger als mein eigenes Wohl. Und mir ist es wichtiger, dass andere Menschen sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, als dass es mir gut geht. Und ich sage oftmals Ja und Amen zu ganz vielen Dingen, zu fast allem, obwohl es mir manchmal damit selber nicht so gut geht und obwohl ich das selber nicht so möchte, aber wenn ich jemanden damit glücklich mache und ich habe auch ich habe einige TikTok-Videos dazu gesehen, tatsächlich bin ich ja jetzt voll auf TikTok unterwegs, was geht los? Und da habe ich das tatsächlich auch gesehen und ich habe auch da so ein bisschen was im Internet nachgelesen, was auf mich auch zutreffen könnte, weil ich nämlich manchmal auch, nicht nur bei Menschen in meinem näheren Umfeld, sondern auch wenn ich irgendwas sehe oder so, ich bin sehr mitfühlend, manchmal steigen mir auch ziemlich schnell die Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, ob das damit tun hat. Es kann natürlich auch sein, dass mein Charakter so ist oder dass ich auch aufgrund von bestimmten Ereignissen, teilweise auch wirklich sehr belastenden, sehr schlimmen Ereignissen, vor allen Dingen im Kindheit- und Jugendalter, vielleicht auch dazu gemacht worden bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich heute nicht so gut konzentrieren und ich habe irgendwie so leichte Sprachprobleme, wie ihr gerade merkt. Also falls meine Sätze nicht gerade dem Deutsch entsprechen, wie es sein soll, bitte verzeiht mir das. Ich habe keine Ahnung, was heute mit mir los ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mit meinem alten Handy einen Test machen, was Hochsensibilität ist. Tatsächlich bin ich voll uninformiert und das ist eigentlich voll schlecht, weil wenn man ein Video dreht, sollte man das eigentlich auch wissen. Aber ich bin ja nicht hier, um euch darüber zu informieren, also das ist ja kein Video. Das heißt, was ist Hochsensibilität und ich informiere euch darüber, sondern wir machen jetzt diesen Test. Und wenn euch das interessiert, was Hochsensibilität ist, oh Gott, dieses Wort ist so schwer auszusprechen, dann werde ich das euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken, vielleicht einen Beitrag dazu oder von Wikipedia oder wo auch immer ich das herhabe. Und da könnt ihr euch natürlich nachlesen, was das genau ist, weil ihr kennt mich ja und ich ziehe ja gerne Sachen in die Länge und bis ich das erklärt habe und alles, da haben wir ja schon wieder Mitternacht.
Und ich werde auch versuchen, wenn der Test hier natürlich gut ist, werde ich auch versuchen, euch den auch noch zu verlinken. Gar keine Frage. Wow, es sind 30 Fragen. Die erste Frage wäre: Bemerken Sie viele Feinheiten und Details in Ihrem Umfeld? Feinheiten und Details. Ja, das ist nicht so gut definiert, aber ich merke das eigentlich schon. Und ich habe auch das Gefühl, ich merke das immer mehr. Deswegen, ich denke schon. Also ich würde mir da jetzt tatsächlich eine 6 geben. Ziemlich hoch. Könnten Sie manchmal im Berufsalltag mehr leisten, fühlen sich aber mental oder emotional blockiert? Oh ja, das ist bei mir auch relativ viel gegeben tatsächlich. Also falls meine lieben Arbeitskollegen das sehen, hi. Ich könnte tatsächlich mehr leisten, aber... Können Sie sich leicht in andere Menschen hineinversetzen? Ja, da gebe ich mir auch mal eine 6. Fühlen Sie sich leicht abgelenkt von lauten Geräuschen, hellem Licht, starken Gerüchen oder chaotischen Situationen? Okay, bis jetzt habe ich irgendwie immer 6 gedrückt und das werde ich auch diesmal auch tun. Das ist immer so, wenn ich meine Videos drehe. Ich habe ja diesen Leuchtring, das Licht an und das Fenster. Und manchmal kann ich auch gar nicht so richtig in die Kamera gucken, weil mich einfach dieses Licht da so krass, das heißt stört, aber... Ja, ich sehe das so arg und dann gucke ich manchmal weg und dann muss ich echt eine Minute, sehe ich da immer noch dieses helle Licht. Deswegen, ja, haben Sie ein reiches und vielsichtiges Innenleben? Ja, gebe ich mir auch eine 6. Ist Ihre Fähigkeit der Fokussteuerung stark von Ihren Emotionen abhängig? Ja, also ich glaube, ich kann den Test direkt beenden. Ich habe bis jetzt immer oder fast immer eine 6 gedrückt. Ist Sinnhaftigkeit in Ihrem Handeln für Sie unerlässlich? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich mache einfach mal vielleicht. Spüren Sie es sofort und sehr deutlich, wenn in Ihrer Umgebung etwas nicht passt oder unstimmig ist? Ja, 6. Wie ihr merkt, ist 6 meine Lieblingszahl. Wird Ihre Leistungsfähigkeit von der Qualität der Arbeitsumgebung beeinflusst? Ja, schon. Aber da gebe ich mir mal eine 5. Fühlen Sie sich oftmals durch Kunst oder Musik tief bewegt? Oh ja, das ist sehr krass bei mir. Da muss ich sagen 7. Ich fühle vor allen Dingen Musik. Also ich meine, Kunst mag ich ja auch. Ich bin ja selber sehr kreativ. Aber vor allen Dingen Musik, ey, das fühle ich. Und ich passe meine Musik immer den Emotionen an. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist. Wahrscheinlich bei den meisten. Deswegen bin ich da jetzt kein Sonderfall. Aber das ist bei mir schon immer krass. Benötigen Sie eine gewisse Zeit, um nach intensiven Sinneseindrücken wieder runterzukommen und aufzutauchen? Ja. Ist Ästhetik für Sie eine Quelle von Kraft und Ruhe? Ästhetik? Naja, 3, also nicht so ganz, würde ich jetzt sagen. Suchen Sie immer wieder nach intensiven emotionalen Erlebnissen, um sich selbst in ihrer ganzen Größe zu erfahren? Naja, eher nicht so eine 3. Bemerken und genießen Sie zarte, feine Gerüche, Geschmäcke oder Klänge? Ja, doch, das schon. Eine 5. Okay, das sind halt 30 Fragen. Ich habe gedacht, ich werde danach noch 5 Minuten fertig. Aber ist ja schön, also dann ist der Test vielleicht ein bisschen detaillierter. Spüren Sie nach einem intensiven Erlebnis einen emotionalen Nachklang, der Sie ablenken oder Ihre Leistungsfähigkeit sowie Konzentration eine Zeit lang beeinträchtigt? Über diesen Satz muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken, indem ich ihn mir nochmal durchlese. Eine Ewigkeit später. Ja, schon, würde ich mir eine 5 geben. Fühlen Sie sich schnell angestrengt und genervt, wenn Sie sich mit anderen Menschen vergleichen sollen? Ich vergleiche mich ständig mit anderen Menschen. Menschen, das mache ich ja, weil ich so bin. Aber wenn ich das soll, ja, schon eine 5. Weil ich meine, ich mache es ja... Mehr oder weniger, weil ich leider so bin oder freiwillig. Aber wenn ich soll, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Stresst es Sie sehr, wenn die Liste der zu erledigen Themen nicht kleiner wird und alles gleichzeitig erledigt werden soll? Oh ja, ich muss vor allen Dingen an die Weihnachtszeit letztes Jahr denken. Manche Menschen sagen, boah, voll chillig, weil du hast nur so am Tag so 3-4 Sachen zu tun. Das ist mir schon zu viel, das ist mir schon zu viel. Ich komme manchmal auch überhaupt nicht hinterher. Das ist manchmal echt richtig schlimm. Deswegen, ganz ehrlich, 7. Sind Sie ein suchender Mensch, wissen allerdings manchmal gar nicht, wonach? So, ich musste das Ganze jetzt ein bisschen unterbrechen, weil meine Schwester jetzt gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist und ich ihr die Tür aufgemacht habe. Deswegen nicht wundern, falls es jetzt hier ein paar Nebengeräusche geben wird, aber das ist ja
Das hört ihr ja meistens nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich nochmal wieder richtig hinsetze. Ich weiß gar nicht, wie ich vorher saß. Das Witzige ist, mein Name, der heißt ja eigentlich, also, soweit ich weiß, der Suchende. Das heißt, dass das ja wohl sehr auf mich zutrifft und kein Zufall sein kann. Das heißt, ja, also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich etwas suche, aber nicht wonach. Deswegen, das trifft schon sehr auf mich zu. Also das heißt manchmal eigentlich ständig. Kommen Sie nach einem ereignisreichen und intensiven Tag nur sehr schwer zur Ruhe? Da bin ich mir nicht sicher, weil eigentlich komme ich immer sehr schnell zur Ruhe und ich habe nicht so einen intensiven Tag, so keine Ahnung. Ich meine, ja, ich würde da eher so eine 4 machen. Da bin ich mir sehr unsicher. Manchmal glaube ich schon sehr, manchmal aber auch gar nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich, dass mich auch manchmal nur die kleinsten Kleinigkeiten sehr stressen, sehr anstrengen und ich sehr viele Ruhephasen brauche und manchmal auch gar nicht so viel schaffe am Tag. Also ich schaffe nie wirklich viel am Tag, aber... Laute Geräusche sind ein bisschen schlecht gerade. Musik hören ist ja okay, aber wenn du singst, das hört man schon. Ja, ich habe darüber nachgedacht, wo ich schon aufgehört habe. Okay. Ansage wurde getätigt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade war. Na gut. Suchen Sie stets die Balance zwischen dem gesellschaftlichen Leben und Zeit für sich selbst, auch wenn es oftmals nicht gelingt. Ja, eine 5. Wühlen Sie Ungerechtigkeiten auf, auch wenn andere davon betroffen sind. Ja, also Ungerechtigkeit finde ich, wer mag schon Ungerechtigkeit, aber ich reagiere da auch sehr empfindlich darüber. Also habe ich auch eine 6 gemacht übrigens. Neigen Sie dazu, eigene und Handlung anderer auf deren ethische Korrektheit hin zu überprüfen, weil Sie sich wünschen, dass von Ihnen als wesentlich erachtete Werte gewahrt bleiben? Das habe ich jetzt nicht so verstanden, vielleicht. Sind für Sie Harmonie und Balance sehr wichtig, um in Ihrer Lebenskraft zu bleiben? Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich mir mal wieder eine 6. Wer hätte das gedacht? Also, ich drücke hier die ganze Zeit. Ich habe schon den Finger so 6, 6, 6, 6, so, als würde ich so voll schummeln oder so. Aber nein, es ist wirklich so. Also ich meine, es ist schon sehr extrem, aber nicht zu extrem, dass ich eine 7 drücken müsste. Aber, ach Mann, hier, ich empfinde das schon sehr stark, das meiste hier. Beeinflusst Sie die Stimmung anderer Menschen sehr? Ja, schon sehr krass, muss ich sagen, weil ich merke das, wenn ich mich mit Leuten abgebe, beziehungsweise damit habe ich eher aufgehört, sondern wenn ich mich vorher mit Leuten abgegeben habe, von denen ich wusste, die mir nicht gut tun und die immer so eine miese Stimmung hatten, egal über was, egal ob es um sich selber ging oder um andere Dinge oder sonst irgendwas. Ich meine, ich habe mich da auch immer reingesteigert und immer mitgemacht, was ich aber dieses Jahr nicht mehr möchte. Das habe ich auf jeden Fall gesagt. Aber mich hat das auch mit runtergezogen, muss ich sagen. Wenn es Scheißstimmung war, ging es mir auch nicht gut. Also schon sehr extrem eine 7. Sind Sie kritikfreudig, können aber selbst nur wenig Kritik einstecken? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, ich werde viel kritisiert. Was heißt viel? Naja, ich glaube, ich werde einfach normal kritisiert. Jetzt so in meinem Umfeld, in der sozialen Leben, was ich habe, eher nicht so tatsächlich. Aber ich werde eher kritisiert, wenn dann hier auf YouTube oder auf TikTok oder so. Und ich kann aber auch Kritik einstecken. Also von daher ist das eigentlich... Also da würde ich jetzt tatsächlich 3 machen, weil ich kann auch mit Kritik kann ich umgehen. Und manchmal ist das auch sehr erwünscht, wenn man mich kritisiert. Also es kommt darauf an, für was man mich kritisiert. Aber wenn man mich jetzt irgendwie kritisiert auf mein Aussehen oder so, ich meine, das geht ja keinem was an, aber das ist ja logisch. Deswegen gebe ich mir da mal eine 3. Sind Sie ein guter Zuhörer und kommen daher Menschen mit ihren Problemen zu Ihnen? Also ich bin ehrlich, ich rede viel, viel lieber, als dass ich zuhöre tatsächlich. Und ich glaube, das wissen die meisten, das wisst auch wahrscheinlich ihr. Aber ich kann auch sehr gut zuhören. Ich habe schon das Gefühl, dass mir Leute vertrauen und dass Leute auch von mir eine Meinung hören wollen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, auch eine 6. Sind Sie in dem, was Sie tun, sehr gewissenhaft und strengen sich an, keine Fehler zu machen und nichts zu vergessen? Ja, aufgrund meiner Zwangsstörung schon, ja. Hat das Empfinden von großem Hunger eine starke Auswirkung auf Ihre Konzentrationsfähigkeit oder Laune?
Ja, ich gebe da mal eine 5, weil ich habe schon oft Hunger und wenn ich Hunger habe, dann ist das für mich immer so voll schrecklich. So, vorletzte Frage. Geraten Sie bei der Arbeit in Social Media Kanälen oder beim Surfen im Web oftmals in einen Zustand des Information Overflows, auf dem Sie mit Schwindel und anderen Symptomen des Unwohlseins reagieren? Nein, nicht wirklich. Also tatsächlich gebe ich mir dann eine 2, weil nein, eigentlich nicht so. Denken Sie eher vernetzt und ganzheitlich. Das bedeutet, ist es normal für Sie gleichzeitig auf der mentalen und emotionalen Ebene wahrzunehmen, so vieles um Sie herum in einem größeren Zusammenhang zu erkennen und daher komplexere Rückschlüsse aufgrund einer vielseitigen Erfahrung zu ziehen. Oh mein Gott, okay, klar, Moment, das muss ich nochmal lesen. 5, so ganz verstanden habe ich das nicht. Aber es wird auf jeden Fall jetzt ausgewertet, wie ihr sehen könnt. Okay, also, wer hätte das gedacht? Aber mein Ergebnis ist High Sensitivity. Oh my god, what is that? Hochsensibel. Einfach, okay, weil wir müssen ja nicht immer alles auf Englisch sagen, sondern mal auf Deutsch. Ja, Sie sind ein Mensch mit sehr hoch ausgeprägter Sensitivität. Mein Gott. Neuesten Studien zufolge teilen Sie diese Charaktermerkmale mit etwa 30% der erwachsenen Bevölkerung. Boah, krass, hätte ich nicht mehr über mein Ergebnis erfahren. Ich habe übrigens 200... Ach, scheiße. Also ich habe 212 von 280 möglichen Punkten. Das ist schon viel, würde ich sagen. Und, ich bin fertig. Okay, also der Test sagt auf jeden Fall, dass ich angeblich hochsensibel bin. Oh my god! Ich hätte euch jetzt noch vorlesen können, was genau das bedeutet, weil man kann jetzt mehr über das Ergebnis erfahren, aber das war schon wieder so ein Text und den lese ich euch jetzt nicht vor. Vielleicht blende ich ihn ganz am Ende nochmal ein und dann könnt ihr ihn euch selber durchlesen, indem ihr einfach auf Stopp drückt oder so oder einen Screenshot macht, wie auch immer. Aber ja, das müsste erstmal reichen, sonst wird das Video noch länger. Ja, keine Ahnung, überrascht mich jetzt nicht so. Ich habe mich, ob ich jetzt wirklich hochsensibel bin. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, weil das ist jetzt eigentlich, ich habe einen Test gemacht und so Tests, ihr wisst ja, wie das ist. Es muss ja nicht immer der Wahrheit entsprechen und ich habe mir jetzt auch nicht durchgelesen. Also es sah schon aus wie ein professionellerer Test. Jetzt nicht einfach irgend so ein Scheiß da. Es gibt ja so Spaßtests. Ich habe mal so einen IQ-Test gemacht. Mein IQ wäre angeblich bei 56 und da stand, ich wäre geistig behindert. Und ich denke mal, mein IQ ist ganz normal, weil ich habe keine Behinderung, soweit ich weiß. Bin nur ein bisschen psychisch gestört, aber sonst. Deswegen muss man bei so Tests halt immer aufpassen. So Tests sagen halt auch nicht immer die Wahrheit und man sollte sich nicht darauf zu 100% verlassen und nicht jeder Mensch ist gleich. Jeder ist ja unterschiedlich, jeder handelt, denkt, was auch immer anders. Deswegen kann man das ja auch nicht so verallgemeinern. Es war jetzt eigentlich, diente mehr dem Spaß und der Unterhaltung. Natürlich auch ein bisschen, nicht nur, sondern ich nehme das natürlich auch ernst. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich darüber lustig machen, weil ich glaube, das merkt ihr ja schon. Es war einfach mal interessant zu erfahren. Deswegen, ja, nimmt das Ganze nicht zu ernst, aber es war trotzdem sehr interessant. Das heißt, anscheinend bin ich hochsensibel. Zum Glück bin ich jetzt nicht allzu hoch. Also ich meine, was hatte ich, 212 Punkte oder so? Und von 280 ist schon viel, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, ich bin richtig krass drauf oder so. Yo, was denkt ihr darüber? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ja, dieses Video geht jetzt zu Ende. Interessante Theorie, ja. Vielleicht greife ich das auch mal irgendwann auf, vielleicht nicht. Aber 2023 ist so ein Jahr, in dem ich noch mehr herausfinden möchte, wer ich eigentlich bin, wo ich hingehöre, was mir Spaß macht. Und ich versuche auch viel mehr ich selber zu sein und mich nicht mehr zu arg zu verstellen, um der Gesellschaft und meinen Mitmenschen zu gefallen. Sondern ich muss mir im Endeffekt selber gefallen. Am besten ist es natürlich, wenn ich euch auch gefalle, sonst würdet ihr mir ja nicht folgen und diesen Kanal abonnieren. By the way, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wie gesagt, einen Kommentar da lasst. Mir auch auf Social Media folgt, auf Instagram und auf TikTok. Das wird am Ende des Videos verlinkt. Yo, und ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen ganz trockenen Hals. Ich habe schon lange nichts mehr getrunken, habe heute noch gar nichts gegessen. Und die Sonne geht jetzt so langsam unter. Wir haben es jetzt 16:30. Hi. So, ich beende jetzt dieses Video, sonst wird das nämlich noch ewig lang. Vielen Dank für alles. Und wir sehen uns nächsten Sonntag um 16 Uhr wieder. Bye.
Jetzt habe ich tatsächlich schon Tschüss gesagt und ich habe doch noch eine kleine Zusatzinformation für euch. Nämlich, ich war bei Müller mit meiner Schwester und meine Schwester tatsächlich war diesmal sie, hatte die Idee, dass wir beide mal wieder eine Color Reveal öffnen könnten. Und das ist die Meerjungfrauen-Edition. Wo steht das hier? Da. Und die... Buch hier. Und die werden wir wieder zusammen öffnen. Ich habe ja vor, das ist ja schon Ewigkeiten her, auch relativ am Anfang habe ich ein Video mit meiner Schwester gedreht, wo wir eine Color Reveal öffnen. Also, wenn es euch interessiert und wenn ihr das sehen wollt, ist das ein Grund mehr, meinen Kanal zu abonnieren und die nächsten Videos nicht zu verpassen, weil ich denke mal, in den nächsten schätzungsweise 2 bis 3 Wochen wird bestimmt ein Video erscheinen, wo ich mit meiner Schwester die Meerjungfrauen Color Reveal öffne. Wird Zeit, mal wieder ein zweites Video darüber zu posten. Also, jetzt macht's gut. Ciao.